Hallo Welt, ja, da sind wir nochmal hier in unserer Serie Dinette. Das ist nur ein Test und zwar mit der zweiten Folge zu dem Titel Staxel. Auch jetzt möchte ich mich nochmal bedanken für den Key, für die Zusendung des Keys zu diesem Titel. Oh, Ria, wir reden erstmal nicht mit so vielen Leuten, wir haben eine Aufgabe bekommen in der letzten Folge. Ja, lieben Dank für die Zusendung des Keys zu Staxel. Staxel aus dem Hause Plukit. Hallo, ich hoffe, ich kann auch irgendwann mal winken, das muss ich unbedingt mal lernen. Und Publisher ist Humble Bundle. Erschienen ist der Titel am 11. April 2019. So, jetzt können wir aber, glaube ich, Rowan hier eine Notiz geben. Oh, da ist aber, ist das hier etwa die Notiz? Das glaube ich nicht. Da ist doch ein rotes Kreuz drauf. Oder ist das Siegel vielleicht? Wir plaudern mal mit ihm. Ja, guten Tag, Lucretia. Wir waren doch gerade erst da. Ist die Notiz für mich? Farmfan hat dich also geschickt, um ihr mehr Saft zu holen. Was? Sie trinkt viel zu viel davon. Wie wäre es damit? Du hilfst mir bei ein paar Besorgungen und ich werde sehen, was ich tun kann. Nichts Großartiges oder so. Bring das einfach zu Live im Gemischtwarenladen. Er weiß schon, was ich brauche. Es ist eine Bestellung, auf die ich jetzt schon fast eine Woche warte. Wie du vielleicht siehst, bin ich einfach zu beschäftigt, um das Gasthaus unbeaufsichtigt zu lassen. Aber klar, das machen wir doch gerne. Gemischtwarenladen, okay. Ich denke mal, rechts ist unser Schatten, aber das ist dieses, da sind unsere Icons, unsere Items. So. Das hier war der Marktplatz. Das ist nicht der Live. Da sind wir doch richtig. Oh, hallo Live. Na du? Ich betreibe das hiesige Geschäft. Es heißt Live. Komm mal vorbei. Oh, also hat Rowan endlich jemanden geschickt, der seine Bestellung abholt. Er hat sich ja lang genug Zeit gelassen. Aber was es auch ist, es riecht langsam komisch. Ich bin froh, wenn ich es endlich los bin. Dankeschön. Übrigens Glückwunsch zu deinem neuen Haustier. Muss schön sein, solch einen guten Kameraden zu haben. Hier draußen kann es ziemlich einsam werden. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist ja auch egal. Ich hab auch was für dich. Hey, danke schön. Das wird definitiv nützlich für dich sein, jetzt wo du ein Haustier hast. Wir verkaufen hier lauter praktisches Zeug. Schau dich ruhig jederzeit um und kauf, was du gerade brauchst. Aber sorg jetzt erstmal dafür, dass dieses Paket von hier verschwindet. Lange halte ich diesen Geruch nicht mehr aus. Und da freut sie sich. Ja, natürlich. Paket verschwindet. Ja, was riecht denn da drin so? Was macht er da wohl? Ria, dich haben wir schon mal gesehen. Oscar, du bist neu. Dich kannten wir noch nicht. Jamie, schon wieder. Verfolgt sie uns? Leon und Melissa. Die haben ja alle richtige Namen hier. Buttons. Naja, okay. Holly. Cool. Und alle winken und alle sind so glücklich und freundlich. Rowan! Hallo! Oh, hoppla, ich wollte hier nicht auf den Tresen steigen. Hier. Dieses überwältigende Aroma. Ist da Käse drin? Du hast mein Päckchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Der einnehmende Duft, und diese unvergleichbaren Aromen. Du willst wissen, was in dem Paket ist?
Es ist ein spezieller, fermentierter Fisch. Es gibt da draußen nur wenige Inseln, die so ein Schätzchen produzieren. Also kommt man auch entsprechend schwer ran. Ich finde es toll, live zu necken, indem ich ihn in den Laden liefern lasse. Aber genug davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nichts anderes willst, als dein Tierchen zu sehen. Hm? Oh, hab ich dir das noch nicht erzählt? Ich habe dein Haustier bereits rüber zu Farm Fan geschickt. Oh, das ist aber nett. Das da ist nur ein Zettel mit ein paar Anweisungen für Farm Fan. Bitte gib ihr ihn von mir. Und vergiss den Saft, den sie wollte. Ich habe ihn ihr bereits zukommen lassen. Oh, das ging ja schnell. Nun beeile dich lieber und begrüße deinen neuen Gefährten. Denk dran, du bist hier jederzeit willkommen. Abends ist hier meistens mehr los, also komm am besten dann vorbei. Du solltest jedoch nicht zu lange draußen bleiben. Es ist immer noch am besten, nachts im eigenen Bett zu schlafen. Aha. Hat er das Paket jetzt genommen? Wow, wir haben jetzt schon so viele Sachen, die wir da haben. Brick, hallo, ich weiß nicht, wie man winkt. Tut mir leid, Leon. Lustig. Ach, das ist der Marktplatz hier. Ich verstehe. Hier kann man die Sachen kaufen. Teuer, oder? 5000 so ein viktorianischer Tisch und... Ja, eine Schreibtischuhr braucht man vielleicht auch mal. Schön. Wir sollten... Oscar, hallo. Oscar fegt hier. Oh, das ist schön. Fegen können wir also auch. Jamie nochmal. Ja, das kann ja was geben, irgendwie. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Ich guck nur hier, Ria, wie die hier so läuft. Mit ihrem... Was hat sie da in der Hand? Ein Blindenstock? Was ist das? Ach so, unsere Hände. Weiter geht's. Farmfan, hallo. Und wo ist mein Saft? Du hast keinen? Rowan meinte, er hätte sich um alles gekümmert. Oh. Übrigens, ist der Brief für mich? Zeig mal her. Also, er muss ja nicht gleich so direkt werden. Niedlich. Naja, dann wohl keinen Saft. Zum Glück bin ich eine herzensgute Person, ansonsten hätte ich dein Tier jetzt behalten. Warum sagt sie das? Bitte sehr. Oh, danke. Ich sollte dir am besten auch noch beibringen, wie man die Tierhütte platziert. Tierhütte also. Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was ändern willst. Du kannst die Tierhütte ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hütte nach Belieben drehen. Na los, versuch's mal. Hütte. Hütte drehen, Moment. Ja, unser Hundi, wo kriegt er denn seine Hütte? Oh, da ist schon der Grashüpfer oder so etwas. Oh, wie schön. Was ist denn das hier für ein graues Ding? Was ist das? Steht nicht dran. Ah, wir platzieren die Hütte hier, oder? Kommt der nach draußen oder in den Vorgarten? Ist das überhaupt unser Haus? Wir stellen hier einfach irgendwo eine Hütte auf. Ach, der braucht ein bisschen Platz. Der muss auch mal um die Hütte rumrennen können, finde ich. Also platzieren wir die hier hin. So. Platzieren, länger gedrückt halten und drehen, oder? Drehen, Moment. Ach so, mit der mittleren. Zu spät.
Okay, Hundi, du hast die Aussicht aufs Haus. Ah, ein Husky. Niedlich. Kai heißt er. Ah, den will ich nicht. Kann ich den umtauschen? Ich möchte lieber... Naja, okay. Ah, gut gemacht. Bist du sicher, dass dir diese Ausrichtung gefällt? Nein. Vergiss nicht, du kannst jederzeit den Hammer benutzen. Und? Das Tier wird dann sicher verwahrt, bis du die Hütte wieder aufstellst. Wenn du die Taste beim Platzieren gedrückt hältst, kannst du die Ausrichtung bestimmen. Hat sie doch gesagt vorhin. Und? Hat nicht geklappt. Dein Haustier wird übrigens ziemlich schnell hungrig. Es wäre wohl eine gute Idee, einen Vorrat an Tierfutter anzulegen. Im Supermarkt wird vieles verkauft, was du im Alltag gebrauchen wirst. Ich würde da mal nachschauen. Erstmal kannst du deinen neuen Futternapf platzieren und mit Futter füllen. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Aha. Moment, erstmal der Futternapf. Nö. Erstmal der Hammer. Das ist der Hammer. Okay. Da. Ach so. Auch das kommt mir bekannt vor irgendwie. Was ist das denn? Ein Stein war das. Und das? Ich sehe mal, das sind unsere Hände und so. Ich denke mal, da ist irgendwas, was sich da nähert. Da ist die Hundehütte. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Platzieren. Peng. Das üben wir aber jetzt nochmal, ja. So. Aufheben. Und die Hundehütte platzieren. Warum geht denn das nicht? Länger gedrückt halten, hat sie gesagt. Und drehen. Ja, drehen. Mit der mittleren Maustaste. Wie soll ich denn... Ja, das kann meine Maus gar nicht. Ich habe doch so viele Finger, habe ich doch gar nicht. Moment. Platzieren. Gedrückt halten und drehen. Da, gleich habe ich einen Knoten in den Fingern, aber okay. Ja. So, und dann sollte ich was? Den Futternapf hier platzieren? Ja, platzieren wir mal hier so schön hin. Und füllen mit Katzenfutter. Sie hat mir Katzenfutter gegeben. Ah doch, Hund und Katz. Okay. Füllen. Ah. Hey. Lass das. Oskar. Was machst denn du hier? Wie auch immer. Was sollten wir noch machen? Was ist denn das hier? Na, wir werden es schon rausfinden. Hey, Farmfan. Großartig. Das Futter sollte für eine Weile reichen. Ich habe es langsam satt, auf die Ernte zu warten. Ich kann mir vorstellen, dass dich mein Gesicht langsam nervt. Siehst du den Krug mit Wasser, den ich dir gegeben habe? Das ist kein normales Leitungswasser. Magisches Wasser lässt deine Pflanzen sofort wachsen. Cool, oder? Einige Händler verkaufen es vielleicht, also achte darauf. Es ist allerdings ziemlich selten und teuer. Gieße es über die Pflanze, die du gerade gepflanzt hast, und ernte sie. Zauberwasser? Moment, das kann es sein, oder? Was anderes wüsste ich nicht. Bewässern. Untersuchen? Die Samen wachsen. Ach. Und wenn wir den Hund damit wässern?
Wächst er auch? Ah, egal, wir machen keinen Unfug. Hier, die Samen bewässern. Zack. Hey, magisch. Und ernten sollten wir auch gleich. Ach was. Jetzt haben wir eine Rübe. Farmfan. Du hast es geschafft. Gar nicht mal so schwer, oder? Jetzt ist es an der Zeit, dir das Registrierungsformular für deine Farm zu geben. Dankeschön. Geh damit so schnell wie möglich zum Rathaus, um dich bei Max zu registrieren. Okay, wird gemacht. Im Gegenzug erhältst du ein Spezialpaket für einen guten Start für deine Farm. Was mich angeht, sollte ich dir so langsam mal aus dem Weg gehen. Du kannst mich jederzeit in der Stadt finden. Viel Erfolg! Na, danke schön. Hey, rennt er mir jetzt immer nach? Willst du eine Rübe? Haben wir keinen Stock oder so? Wie kann ich den denn untersuchen? Ah, niedlich. Moment mal, essen? Ich ess den doch nicht. Moment, Oskar, bleib mir fern. Warum kommst du immer? Was möchtest du für uns arbeiten vielleicht? Moment, wisst ihr, was wir machen? Bevor wir jetzt... Ah, wir gehen gleich natürlich zum Rathaus. Okay, aber erstmal machen wir hier sowas noch. Essen brauchen wir immer. Und Rüben sind immer gut. So... Rüben, Essen, ach was. Ah, wir können gar nichts pflanzen. Hey, lass das! Wie kriegen wir denn, ist das ein Frosch? Nein, eine jetzt lass das doch mal! Renn uns nicht immer nach. Moment. Du brauchst eine Sense. Ach so, ja, okay. Hey, Oskar. Irgendwas stimmt mit diesem Oskar nicht. Was brauchten wir nochmal? Die Urkunde, ja? Diese hier wahrscheinlich, oder das? Nein, das nicht, das hier. Rathaus. Ab in die Stadt und das Rathaus gesucht. Wo haben wir denn unser Tagebuch? Das sieht aus wie eine Pfanne hier. Ah, das Dorf kennen. Erreiche bekannte Level mit einem Dorfbewohner. Mhm. Werkzeuge. Ja, das gucken wir uns jetzt nicht alles an. Ich wollte das Tagebuch eigentlich. Bechersaft. Ach so, das ist unser Inventar. Wie schön. Hammer. Sumpfstein. Ach, den haben wir schon. Farmregistrierung. Das ist das doch. Ein Schreiben, das dich und deine Farm registriert. Besser schnell zum Bürgermeister damit. Ach, der heißt Bürgermeister, der hat gar keinen eigenen Namen. Okay, dann aber mal los. Hallo Jamie. Ria. Das Haus sieht zwar auch groß aus, aber das hier hat eine Uhr. Ich glaube, das ist das Bürgermeisterhaus. Das Rathaus vielleicht. Wow. Die Zeit vergeht hier schnell, glaube ich. Maximilian? Was? 200 Spieler? Namensformular? Kissen. Pferde? Nein. Maximilian! Hey, Maximilian, halt! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Oh, ist das ein Farmregistrierungsschreiben? Sehr schön, ich werde es zu den Akten legen. Im Gegenzug erhältst du deine Lizenz und ein paar sehr praktische Dinge. Möchtest du das Registrierungsformular abgeben? Ja, bitte. Hervorragend, hier ist deine Lizenz. Oh, prima. Wir haben auch einige zusätzliche Dinge für dich. Schwupp, schwupp.
Wir alle hoffen, dass du der Farm neues Leben einhauchen kannst. Jetzt, wo du lizenzierter Farmer bist, können wir uns endlich um diese verirrten Rinder kümmern. Bevor das aber möglich ist, musst du erstmal eine Scheune bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich qualifiziert genug dazu bin, dir diese Dinge beizubringen. Ich schlage vor, du triffst dich mit Alisa. Sie wird dir mit allem behilflich sein, was du brauchst. Du findest sie wahrscheinlich beim Handwerkerladen. Falls nicht, dann wird dir deine Karte dabei helfen, sie zu finden. Komm danach zu mir und wir besorgen dir ein paar Kühe. Kühe, ihr wisst schon. Jetzt geht's rund. Ja, ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Aber ich habe ja auch nicht zugehört. Moment, was ist das? Krass bunt hier. Oh, all die Farben. Voll der Flash. Moment. Wir suchen erstmal. Der hat ja unsere Urkunde. Der hat die ja gar nicht genommen. Warum nicht? Eine Scheune sollen wir bauen. Ja, das wird ein Abenteuer. Liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. Ich denke, wir haben uns angemeldet. Alles Weitere werden wir sehen. Wenn ihr euch eine Serie wünscht dazu natürlich, lasst es mich wissen, indem ihr es in die Kommentare schreibt, indem ihr natürlich die Folge liked und teilt und natürlich anschaut, ruhig mehrfach und lange, damit ich auch weiß, dass ihr wirklich euch eine Serie zu Staxel aus dem Hause Plukit wünscht. Schmetterlinge gibt es scheinbar auch hier. Ja, damit sind wir also am Ende der Folge für unsere Serie D-Net. Das ist nur ein Test. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.